Los geht's. Yeah! Hallo Leute und willkommen hier bei Mia Parkett, hier in dieser kleinen Kiste. Ja, da war es drin, das, was wir heute bauen. Und das wäre ein Set von Xing Bao, und zwar ein Set aus der Alien-Serie. Sehr schön, der Chest Buster, oder heißt es Chest Burster, also das Alien, das aus der Brust rauskommt. Und dann zum großen Xenomorphen heranwächst. Das ist ein schönes Set, das ist ein ungewöhnliches Set und das bauen wir heute. 830 Teile, hier habe ich die Tütchen schon liegen, die alle dazugehören und auch schon etwas sortiert, denn wir haben drei Bauabschnitte. Bauabschnitt Nummer 1, Nummer 2 und hier Nummer 3 und das hier, das ist ja das Ersatzteiltütchen, würde ich mal sagen. Schauen wir kurz mal in die Anleitung. Ihr seht, wir haben hier schon eine Unterschrift auf der Anleitung drauf und das ist die Unterschrift der beiden Designer. Und das sind wieder unsere beiden spanischen Bekannten, also die kennen wir schon, Amador und Ramon. Die haben nämlich so richtig schöne Sets schon designt, unter anderem hier so einen Vespa-Roller. Den habe ich auch noch irgendwo da hinten stehen, der wird auch noch irgendwann gebaut. Und die haben natürlich auch designt, da oben, das große Alien, den Xenomorphen, den habe ich ja auch bereits gebaut. Ein super geiles Set. Ja, könnt ihr euch alles anschauen in meiner Liste Lego Lepin und Co. oder in der Playlist. Ich verlinke euch das natürlich alles hier unten. Genauso wie hier das komplette Set auch, wo ihr das finden könnt, wo ihr das kaufen könnt. Es kostet um die 30 Euro, je nachdem, wo man es findet. Und dann hat man hier hoffentlich viel, viel Freude mit dran. Wir haben einen Aufkleber hier mit dabei. Da steht mal wieder dran, Deformation, so nennt ja Xing Bao irgendwie diese Serie, warum auch immer. Und das steht dann später hier drauf. Und ihr seht, Bauabschnitt 1, das wird hier die Grundplatte werden. Und so bauen wir uns dann Schrittchen für Schrittchen voran auf insgesamt, ja, gerade mal 65 Seiten. Und dann sollte das hier fertig sein. Die Bauanleitung an und für sich von Xing Bao, die sind gut, da kann man gar nichts sagen. Eine ganz gute Druckqualität, hier vielleicht ein klein bisschen schwer zu erkennen. Das Braun auf Braun, aber alles in allem habe ich da gute Erfahrungen mit. Das wird funktionieren, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Tja, und ich hoffe, dass alle Teile dabei sind, denn eine Tüte habe ich hier aus dem Karton rausgezogen. Und ja, die war sehr, sehr mitgenommen. Da schaut hier schon mal so ein Technikbaustein raus. Hier ist die Tüte komplett aufgerissen und ich gehe mal davon aus, das ist nur beim Transport passiert. Da wird schon hoffentlich toi 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 alles dabei sein. So, ich lege jetzt los, mache mir noch ein kleines Filmchen an. Ich glaube, ich gucke mal wieder Aliens und dann bauen wir. Die Marines landen gleich auf dem Planeten und wir schauen mal, wie weit ich hier gekommen bin. Ja, nämlich bis zur Seite 10. Und da haben wir schon einiges hier bei der Grundplatte gebaut und auch schon hier die erste Frontverkleidung ist fertig. Schauen wir mal drüber. Wir haben hier sehr viel mit großen Steinen gebaut. Ihr seht hier die großen, ja, roten Steine. Also damit wird das Ganze dann recht solide oder, nein, nicht recht solide, sehr solide. Unten drunter haben wir hier einige Platten, die dann mit den großen Bricks verbunden werden. An der Seite haben wir diese kleinen Steine mit dieser Bauumkehr, damit dann später auch die Verkleidungen dort dran befestigt werden können. Genauso wie hier diese Techniksteine, wo die Technikpinne reinkommen, denn auch dort werden dann später Befestigungen dran gebaut. Das hier, denke ich, sieht man später von oben. Das wird dann so eine optische Verzierung werden. Wir haben schon ein paar Fliesen hier verbaut, einmal hier und einmal hier in der Mitte. Und ja, ließ sich soweit alles sehr schön bauen, keine Fehlteile und ja, Xing Bao typisch, die Klemmbausteine, die haben eigentlich immer eine ganz gute Qualität. Von daher gibt es da gar nichts Negatives zu berichten. Und das hier ist dann unser Vorderteil, das dran kommt. Und ihr seht schon, Freunde, wir haben hier Aufdrucke. Wir haben hier einmal so eine, ja, so einen Analyseaufdruck von der DNA oder sowas. Und dann den Aufdruck Bloodpool. Ja, das ist hier der Blutpool, wo später das Alien rauskommt. Aufdrucke, prima Sache. Qualität, die ist auch wunderbar. Da gibt es gar nichts zu meckern. Ich bin froh, dass wir hier wirklich nur einen Aufkleber haben und nicht hier eine Aufkleberflut wie bei so einem anderen dänischen Hersteller. Hier seht ihr nochmal, viel, viel Buntes ist hier auch mit reingebaut worden und wir haben hier drei von diesen Pinnen dran. Und damit wird jetzt dieser Abschnitt hier dran befestigt. Ich lege die Kamera mal ein Stück zur Seite und das machen wir dann mal flott. Einmal so und ein bisschen drücken.
Und schon haben wir hier einen ganz entscheidenden Teil fertig gebaut. Und das ist eine schöne Befestigung, die hält ja bombenfest. Wunderbar, braucht man sonst gar nichts weiteres. Sehr, sehr schön. Also, damit kann es jetzt weitergehen. Das war der vordere Teil. Und jetzt im nächsten Abschnitt bauen wir hier den hinteren Teil, der hier noch dran kommt. Und naja, so weiter und so fort. Also, die Marines, die können jetzt hier aussteigen und ich baue dann mal weiter. Tja, und da ist er fertig. Bauabschnitt Nummer 1, also so gut wie zumindest. Ihr seht, hier haben wir einmal die Basis, Front, Seite und Heckteil. Und hier haben wir noch das rechte Seitenteil. Das habe ich noch nicht fertig angebracht, denn ich wollte noch über ein paar Dinge hier reden, die mir aufgefallen sind. Zum einen, wir haben hier echt interessante Bautechniken, die sich unsere beiden Spanier hier stellenweise ausgedacht haben, um die Baurichtungsumkehr hinzubekommen. Ich zeige euch mal hier ein Beispiel, was ich da meine. Das hier ist die Unterseite, die man hier sehen kann, ja. Und dann haben wir hier so ein Gelenk gebaut, rumgeklappt und dann auf so eine Plate gesetzt, die hier an der Seite Noppen hat und dann hier oben Noppen hat. Und dieses Gelenk mit dem Plate oder mit dieser Plate haben wir hier reingesetzt, damit wir dann eine Noppe in diese Richtung hier bekommen. Also ich finde das ganz cool, immer so zu sehen, was die sich so ausdenken. Aber jetzt, bevor wir einen kompletten Rundgang nochmal machen, werde ich hier das letzte Bauteil einmal anbringen. Dazu muss ich das natürlich mal hier ansetzen und auf die Noppen aufdrücken. Und dann schauen, dass sie auch wirklich überall Kontakt hat. So, da kommt schon was raus. Obwohl, wenn es hier schon rausfällt, dann kann ich euch das auch zeigen. Denn hier haben wir genau dieselbe Technik nochmal. Wir haben hier so ein Gelenk, das man bewegen kann. Und das wird dann hier reingesetzt, um dann hier ja auf eine kreative Art und Weise so eine Lücke zu schließen. Jetzt muss ich aber nur noch alles hier auf die Noppe draufkriegen. So, wunderbar. Ein bisschen festgedrückt. Und dann passt das. Also die Kreativität, die finde ich schon mal ganz nett. Hier sieht man auch diese geriffelten Teile, die man hier immer noch durchsehen kann, wo ich schon mir dachte, dass das hier eine Deko-Abteilung wird. Ja, was mir aber auch aufgefallen ist, gerade hier bei den weißen Steinen, die sind oft ja doch relativ verkratzt. Ich glaube, man kann es hier einigermaßen sehen. Oder nicht nur verkratzt, ich glaube, da sind auch so Kleberückstände irgendwie drauf. Und wie hier zum Beispiel, hier könnt ihr sehen, in dem Spalt drin, da ist ein bisschen Rot noch mit dabei. Genauso wie hier, da haben wir auch solche roten, ja ich weiß nicht, Einschlüsse noch mit dabei. Ich schätze mal, da war die Gussform noch nicht ganz sauber, als sie hier rote Teile produziert haben und hinterher weiße Teile. Und das zieht sich hier relativ durch. Also die sehen hier alle so ähnlich aus, alle so ein bisschen verschrammelt, verkratzt mit so ein paar Rückständen. Ja, das ist bei Xingbao leider öfters mal so ein Problemchen, dass die Steine nicht so ganz sauber sind. Das kommt vor. Man kann mit den Steinen wunderbar bauen. Die haben eine gute Klemmkraft, lassen sich sehr schön zusammensetzen. Aber von der Sauberkeit her, könnte es manchmal besser sein. Wobei hier bei dem Set ist das jetzt wirklich relativ egal, ob da noch so ein bisschen Blut ist. Das hier wird ja sowieso unser Blutpool und da kommt dann unser blutverschmiertes kleines Alien rein. Von daher kann das von mir aus ruhig hier so ein bisschen rote Einschlüsse haben und ein bisschen verschmiert aussehen. Passt schon soweit. Auf jeden Fall die ganze Basis, die ist schön solide geworden. Sieht gut aus. Man kann jetzt schön erkennen hier, wie groß die Grundfläche wird. Und dann geht es dann im Bauabschnitt Nummer 2 weiter. Und da bauen wir unseren kleinen Freund jetzt mal hier in das Teil rein. Und dafür brauchen wir natürlich auch die Tüten. Das sind die hier. Ups, wir greifen mal beherzt zu. Bauabschnitt Nummer 2. Und was habe ich hier noch liegen? Das ist auch noch von der 2 und das ist auch noch von der 2. Also, das wird dann nochmal ein größerer Bauabschnitt. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie der Kleine hier aussieht. Hier im Video ist übrigens der erste eben geschlüpft. Ja, also sehr schön. Dann geht es mal weiter und zwar auf Seite 23 und mit Bauabschnitt 2-1. Maniküre, Pediküre, nein, weder noch. Ich muss nur mal wieder hier einen Schlauch einkürzen. Ja, das ist auch so ein Standardproblem irgendwie bei Xingbao oder generell bei den China-Herstellern. Immer wenn solche Schläuche hier mitgeliefert werden,
sind die irgendwie zu lang. Und hier ist sogar, sehe ich gerade hier unten schon aufgerissen. Also, das hier sind Schläuche, die müssen hier verbaut werden. Und zwar so, einmal hier reingesteckt in den Brick Modified und dann hier in den anderen Brick Modified. Und das soll dann mit diesem Slope hier abschließen. Also hier, wo mein Finger ist, müsste der hin, aber der ist da hinten. Aber dort auch nicht einmal so weit, dass er hier irgendwie reinpassen würde. Das heißt, ich muss, ich denke mal, ein bis vielleicht sogar zwei Ringe hier rausschneiden. Dann passt das Ganze. Das mache ich dann gleich nochmal. Also Nagelschere ist bei solchen Sets mit Schläuchen immer sehr zu empfehlen, Freunde. Aber darf ich euch nochmal meinen kleinen neuen Freund vorstellen? Ja, da ist unser kleines Monsterchen, das aus der Brust rausgeschossen kommt. Also den Kopf haben wir hier zu einem guten Teil schon mal fertig gebaut. Wir sehen hier hinten sogar ein bisschen Technik. Also zwei gebogene Liftarme und da ist schon alles rot. Ihr seht, ich habe hier nur noch verdammt viel Rot übrigens übrig. Das wird ja überall das ganze Blut, was hier noch gebaut wird. Also eine echt blutige Geschichte. Und dann haben wir hier nochmal unseren kleinen Freund. Und der wurde dann hier interessant gebaut. Hier hinten mit so einem größeren Formteil. Hier haben wir dann nochmal diese Slopes, die angebracht wurden. Na, 2x4er Fliese und das hier, das sind solche Viertelkreise oder so Viertelkugelteile. Und, Achtel eigentlich, wenn es eine Kugel wäre. Beim Kreis wäre es ein Viertel. Also ihr wisst, was ich meine, zwei davon. Dann haben wir hier unten die Zähne, die sind nochmal interessant. Dafür gibt es aber auch Modifikationen. Das sind solche 2x2er Plates, die so auf so eine Hinge aufgesteckt werden können und das Ganze verchromt. Kann man machen. Ich habe aber gesehen, den kann man auch deutlich modifizieren, dass er gefährlichere Zähne bekommt. Mal schauen, ob ich das auch nochmal angehe. Mach mal weit den Mund auf. Und dann haben wir hier nochmal diese goldenen Pyramidenteile da drin. Und hier nochmal ein paar Transparentteile, die dann eben Speichel oder sowas anzeigen sollen. Und natürlich, ihr seht schon, man kann das Mündchen hier verstellen mit einem Gelenk hier auf der Unterseite. Ja, also viel weiter bin ich da noch nicht gekommen. Das ist der Kopf. Das ist, ich glaube, ein Unterteil. Bin mir noch nicht ganz sicher. Werde ich aber noch rausfinden, nachdem ich hier meine Schläuche eingekürzt habe. Ich bin übrigens jetzt hier auf... hier sieht man es. Das wird das Unterteil werden. Also das kommt dann nachher. Hier kann man das sehen. So. Nee, umgekehrt. So rum kommt das dann hier noch mit drauf. Aber dafür muss ich erst noch mal hier ein bisschen einkürzen. Also wie gesagt, auf Seite 32 bin ich gelandet. Ihr seht hier im Bauabschnitt 2 ist noch eine ganze Menge über. Also mache ich direkt mal weiter. Bei Seite 50 ist Schluss mit Bauabschnitt Nummer 3. Da steht er, unser kleiner böser Alien, und ich habe gute und schlechte Nachrichten. Gute hier, ich habe ein paar Teile übrig. Die schlechte Nachricht, mir fehlt ein Teil, und zwar an einer ganz blöden Stelle, nämlich genau hier. Und das sieht man natürlich mega. Und sowas habe ich, glaube ich, auch nicht in meiner Ersatzteilkiste. Ich muss später nochmal nachschauen. Denn was mir fehlt ist, hier kann man schön sehen auf der anderen Seite, hier dieses abgeschrägte Teil, das dorthin kommt. Ja, das fehlt hier leider eindeutig. Vielleicht taucht es ja noch in einer anderen Tüte auf, dass sich das nur verirrt hat. Wäre sehr schön, aber für den Moment, fehlt es eben. So, aber nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt mal hier das Gebaute an. So ist die Seitenansicht. Hier haben wir unseren Alien, den vorderen Kopf. Dann hier der untere Teil mit den Schläuchen hier hinten dran, die eingekürzt wurden. Dann haben wir hier solche Tentakel, die wir hier noch reingeklippt haben. Also die wurden hier mit solchen, kann man hier schlecht sehen, mit so Technikpinnen da reingemacht und dann hier verbunden, sodass die dann hier vorne, wie so kleine Ohren, quasi rechts und links dann hier vom Kopf hängen. Sieht schön aus, macht die Sache organischer einfach. Dann von hinten, ich drehe ihn mal um, seht ihr, alles was rot ist, ist Blut und was weiß ich, Fleisch und sieht ganz cool aus, wie er hier so hochkommt. Hier unten aus dieser Blutlache raus und ein schönes Set. Also optisch gefällt es mir echt gut. Dann haben wir auch hier noch weitere Details. Hier noch mal ein bisschen was Rotes, das hier mit so einem Hinge dann auch entsprechend eingestellt wird. Hier vorne haben wir noch ein paar Noppen, wo was drauf kommt. Und von der Unterseite schaut das Ganze so aus. Und gebaut wird das in verschiedenen Segmenten. Man baut also den Kopf, dann hier das hintere Teil,
Das kommt dann separat einmal dran. Und das Teil hier besteht aus zwei Elementen, genauso wie das Teil hier aus zwei Elementen besteht. Ja, und jetzt fehlt eigentlich nur noch eins. Hier ist unsere Grundplatte, hier ist unser Alien und dann setzen wir ihn jetzt hier einmal rein. Mal schauen, ob das so gut funktioniert. Jawohl. Ja, ja, doch, er passt. Er passt rein. Hier kann man es schön sehen. Leider auch die Lücke. Ich hoffe, ich habe da noch irgendwas, um das hier zu füllen. Das kann man so nicht lassen. Das ist gar nicht schön. Aber so steht er jetzt hier schon mal, unser Alien-Freund. Sieht doch gut aus, oder? Vor allem auch hier diese kleinen Details, wie hier das Blut, das hier runterläuft. Ja, also mir gefällt es gut. Hier nochmal eine Sicht von oben. Unser eingesetztes Teil in die Grundplatte rein. Schön. Das ist auch, wenn man es jetzt mal so hochnimmt, eine solide Sache. Ne? Da braucht man also keine Angst zu haben, dass da irgendwie was passiert. Das kann man ruhig holen, also nicht auf den Kopf stellen, dann fällt es dann doch irgendwann rum. Aber so, finde ich, ist er schön geworden schon mal. Ups. Und jetzt habe ich ihn nur einmal hier berührt und direkt ist hier das Seitenteil runtergerasselt. Ah, also, ja, muss ich gleich nochmal richtig machen. Also ihr seht schon, er ist nicht immer so bombensolide. Das liegt an diesen Bauarten hier, wie manchmal die Bauumkehr gemacht wurde. Dann wird dort irgendwie so ein Teil an nur zwei Noppen angehängt. Das ist natürlich von der Stabilität her, naja, so lala. Sieht natürlich cool aus. Man kribbelt ja später auch nicht mehr großartig dran rum, sondern stellt es einmal ein, stellt es ins Regal und dann sieht es gut aus. So, aber ich mache jetzt eben mal noch flott weiter mit der Tüte oder den Tütenbauabschnitt Nummer 3. Das sind die hier. Und ihr seht schon, ja, viel ist es nicht mehr. Also noch ein paar Details. Wir haben ja auch nicht mehr allzu viele Seiten. Und vor allem, genau, der Schwanz, der muss ja hier noch gebaut werden, der einmal noch hier rumgeht. Also, weiter geht's. Einmal hier Doppelkinn anbringen oder anpassen und dann Schwanz bauen. Und da sind wir fast fertig. Hier habe ich jetzt den Alien schon eingesetzt und habe mal versucht, hier so ein bisschen zu improvisieren, dass die Lücke nicht ganz so schlimm auffällt. Aber ich habe, wie gesagt, kein passendes Ersatzteil gefunden, das hier so eins ist und der passenden Farbe dann auch noch. Von daher, naja, ein kleiner Makel, aber vielleicht können wir den gleich noch ein bisschen verdecken, denn ich habe ja hier noch den Schwanz fertig gebaut. Und das ist so ein Teil mit Gelenken, hier kann man zählen, das kann man verstellen ein bisschen und das wird dann gleich hier um den Alien herumgeschlungen, dass es dann in etwa so aussieht und an zwei Punkten befestigt, nämlich einmal hier hinten an diesen Noppen und einmal hier vorne, da haben wir auch noch zwei Noppen. Und genau dort wird dann der Schwanz hier befestigt werden. Wir haben ja hier verschiedenste Möglichkeiten und ich stelle euch mal hin. Und wir versuchen das einfach mal. Ich fange hier auf der Rückseite an, stecke dann hier einfach den Schwanz auf die vier Noppen hier hinten und dann schauen wir mal, wie wir ihn am besten hier herumgeschlungen bekommen. Also hier mal ein bisschen das Gelenk verstellen, hier ein bisschen verstellen und ich habe jetzt vor, wenn das klappt, genau das fehlende Teil hier hinten nämlich zu verdecken. So, hier befestige ich mal noch von der Vorderseite, damit wir das vielleicht gar nicht so dolle sehen. So in etwa. Ja, so, sieht doch ganz gut aus. Kommt mal hoch, schaut es euch an, da steht er da und hier hinten verdecken wir jetzt ja so ein bisschen den Fehler, den wir da haben. Ja, so, es geht nichts über ein bisschen zurechtfuschen. Ja, hilft immer wieder. Tja Leute, und jetzt sagt doch mal selbst, was haltet ihr denn hier von unserem Alien Chest Burster oder ich bin verwirrt, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, auf jeden Fall das Teil, das so schön aus der Brust rausspringt und dann zum großen Alien heranwächst. Insgesamt finde ich, ist das hier ein sehr, sehr schönes Modell. Es ist kreativ, es sieht cool aus, ist so ein bisschen ein erwachsenes Thema, also hier, das ist ja nichts, was man seinem 8-jährigen Sohn unbedingt in die Hand drückt und sagt, hier, viel Spaß beim Lego.
bau mal. Nö, das hier ist schon was für die Fans der Alien-Reihe. Dafür finde ich, ist das echt schön gelöst, obwohl es hier so ein paar Dinge gibt, die so designmäßig etwas wackelig geraten sind. Wie, ja, ihr habt ja gesehen, was ich hier für Problemchen hatte. Ich habe wieder alles zusammenbekommen. Stellenweise muss man da eben schon aufpassen. Aber vom Design her, finde ich, ist das ein ganz tolles Vieh. Ja, sagen wir mal so, ein Lego-Klemmbaustein-Vieh. So, hier sehe ich, das ist noch ein bisschen verstellt. Und dann schauen wir noch mal. Von vorne haben wir den verstellbaren Mund. Unten drunter haben wir noch, das ist auch cool, hier diese, ja, ich sag mal, was ist das, Blutgefäße oder sowas angebracht, die hier einmal befestigt wurden, wurden dann hier so verwindungsmäßig runtergeführt und dann hier noch mal drauf befestigt. Und wenn man sich das von etwas weiter weg ansieht, ja, da sieht das auch cool aus. Hier so kleine Details, die das wieder etwas organischer gestalten. Dann richtig cool natürlich hier diese verschiedenen, ja, wie so kleine Wellen vom Blut hier, wo er dann rauskommt. Und das Blut läuft dann auch so wunderbar hier vorbei. Hier haben wir nochmal so eine rote Kralle verbaut. Und dann läuft das Blut hier runter in diese schöne Blutlache. Ach, ist es nicht schön? Wundervoll. Also Blutpool oder Bloodpool, richtig ausgesprochen. Ja, das kann man durchaus so stehen lassen. Auch beim Schwanz setzt sich das fort. Der kommt natürlich hier hinten raus, wo auch hier das ganze Blut noch ist. Und er fängt dann auch hier dunkelrot an und wird dann hier in hellrot langsam übergehend. Und dann ist er hier vorne dann sauber, da ist nichts mehr Blut verschmiert. Also echt cooles Modell. Für 30 Euro ein ganz, ganz tolles Display-Set. Auch hier mit den bedruckten Teilen. Hier hinten, da müsste eigentlich jetzt noch der Aufkleber drauf. Dieser, ja hier, Deformation-Aufkleber. Aber ich glaube, den spare ich mir einfach. Den lasse ich weg. In ein paar Jahren sieht er sonst eh wieder total, naja, nicht mehr so schön aus. Aber das Ding hier, das finde ich, das ist richtig schön geraten. Wir nehmen ihn mal hoch. Nettes Teil hierfür ins Regal rein. Hier oben steht der große Alien. Und ich halte mal hier so ein bisschen davor. Das ist dann unser kleiner Alien, der hier aus der Brust rauskommt. Und der findet jetzt hier ja, irgendwo noch seinen Platz hier in meinem Regal. Oder vielleicht hier irgendwo oder da. Ich weiß es noch nicht. Aber er ist auf jeden Fall schön. Und er hat mir Spaß gemacht, dass ich ihn gebaut habe. Ja, ist ein cooles Ding. Also wie gesagt, wenn ihr den auch bauen wollt, ich verlinke euch dieses Set hier in der Videobeschreibung. Ich gucke mal, wo ich ihn finde. Bei Amazon kann man es manchmal kaufen, bei AliExpress auf jeden Fall. Auch mit Versand aus Spanien habe ich gesehen. Cooles Set, um die 30 Euro. Jupp, kann man machen. Also, das wäre es gewesen. Danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Euer Meeplecat. Macht's gut.